Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute habe ich Bruder Nikolaus Kuster wieder hier. Er ist Kapuziner und er hat uns in einer ersten Sendung mal so ein bisschen ansatzweise etwas über den Franz von Assisi erzählt. Und ich möchte heute ganz speziell nur über ihn reden. Wer war das? Was hat er bewegt? Und wie wichtig ist sein Name heute noch oder seine Anstöße in die Gesellschaft? Was hat er alles gemacht? Wie wichtig und bedeutsam ist das? Das möchte ich heute zum Thema der Sendung machen. Und nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und da darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Bruder Nikolaus Kuster, ganz herzlich willkommen. Sehr gern. Du hast mir in der ersten Sendung gesagt, wie du wie Franziskus zum Franz von Assisi wurde, weil er sich gegen die kirchlichen Feldzüge gestellt hat. Er hat gesagt, ich mache da nicht mehr mit und hat sich ein bisschen andersseitig in einer anderen Kultur umgeschaut. Da waren wir so ein bisschen stehen geblieben. Und dann hat er doch sich mit der Mohammeds-Geschichte, Koran, Islam auseinandergesetzt und gesehen, oh, das ist ja auch alles sehr liebevoll und nach Gott ausgerichtet. Ja, ich würde mal, du hast so gewünscht, dass wir da etwas näher hinschauen. Franz von Assisi ist zunächst mal vielleicht sehr überraschend für so einen Mystiker und Gottesfreund und Lieblingsheiligen der katholischen Kirche. Etwas überraschend, lange Jahre lang religiös gleichgültig. Er sagt im eigenen Lebensrückblick, ich habe gelebt, als ob es Gott nicht gäbe. Mhm. Er ist 44 Jahre alt geworden, das ist für das Mittelalter durchaus so normal, Durchschnitt. 22 Jahre lang lebt er, als ob es Gott nicht gäbe, sagt er im Lebensrückblick. Das heißt nicht, dass er nicht in die Kirche gegangen wäre. Das war unausweichlich in einer mittelalterlichen Stadt, dass man am Sonntag an Festen in die Kirche geht, dass man Prozessionen mitmacht. Aber all das hat ihn nicht berührt. Kult heißt noch lange nicht, dass man Gottesbeziehungen, Gotteserfahrungen macht. Religion heißt noch lange nicht, dass man eine Gottesbeziehung aufbaut. Das kann auch äußerlich bleiben. Und das war bei ihm der Fall. Heute würde man sagen, er war religiös unmusikalisch. Er ist Kaufmann geworden, Modeexperte, hat Feste organisiert. Heute würden wir sagen Eventmanager in Assisi, so in dieser kleinen Stadt. Ist nach Frankreich gereist, hat Modestoffe importiert, mit großem Gewinn wieder verkauft in Mittelitalien. Ein lebensfreudiger Mensch, ein lebensfroher Mensch, der das Geld, das er einnimmt, gerne auch wieder ausgibt, der von Karriere träumt. Er war als Bürger eigentlich ein Neureicher in diesem kleinen Städtchen Assisi. Da gab es auch die alteingesessenen Adeligen und er träumte davon, als Neureicher in den Adel aufzusteigen. Also nicht nur politisch zur Elite zu gehören und wirtschaftlich, sondern auch noch kulturell, sozial-kulturell. Ehrgeizige Träume. Und um diese Träume zu verwirklichen, musste er sich im Krieg auszeichnen. Und als es zu einem Bürgerkrieg kam in der Stadt selber, der Adel aus der Stadt geworfen wurde, in die Nachbarstadt zog und es zu einem Städtekrieg kam mit der Rivalenstadt Perugia, ist Franziskus hoch zu Pferd in den Krieg geritten. Hat sich eigentlich fast schon wie ein Ritter ausstatten lassen mit Pferd, Rüstung, Schwert, Schild. Ist in den Krieg geritten, träumte von Erfolg, von Glanz, von Karriere. Und es wurde ein Riesendebakel. Niederlage, Kriegsgefangenschaft, Psychoterror in den Kerkern Perugias. Ein ganzes Jahr lang wurden da die Geiseln, wir können uns vorstellen, was heute passiert in Gaza mit den Geiseln Israels. Die werden klein gemacht, die werden terrorisiert, die werden traumatisiert. Perugia hat auf diese Art ein ganzes Jahr lang Druck auf Assisi gemacht und Assisi ist eingeknickt. Nach einem Jahr hat die Adeligen zurückgenommen, hat ihre Paläste wieder aufgebaut, hat ihnen die Privilegien wieder zurückgegeben und Franziskus kommt
schwerst traumatisiert, gesundheitlich erschüttert zurück in eine gedemütigte Stadt. Muss sich da monatelang aufrappeln, bis er wieder zu Kräften kommt, und dann lebt er sein Leben normal weiter. Er reitet wieder auf Märkte, macht Businesspläne, organisiert Feste, er nimmt seine alte Rolle wahr und merkt innerlich, dass die Erschütterungen, die er erlebt hat, dunkle Schatten in seine Seele legen und niemand ihm aus dieser Not heraus hilft. Also er verliert die Lebensfreude, er verliert den Lebenssinn, funktioniert weiter, hat Fragen, tiefe Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach einer Antwort auf all diese, sucht eine Antwort auf all diese Erschütterungen und niemand hilft ihm. In welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr? Die Schlacht gegen Perugia war 1202, da war er 20 Jahre alt. Er kommt mit 21 aus der Kriegsgefangenschaft zurück, braucht ein Jahr, um sich aufzurappeln, ist 22. Und er lebt dann in diesem neuen Funktionieren, dass er nicht mehr zu Hause ist. Mhm. In seinem Leben, in seiner Stadt, in seiner Zunft, dass er zunehmend vereinsamt mit seinen inneren Fragen und Nöten. Und dann gibt es drei Erfahrungen, die ihn weiterbringen. Die erste Erfahrung ist die Stille. Er entdeckt außerhalb der Stadt ein verlassenes Klösterchen und geht immer wieder dorthin. Also die Erfahrung, schon mal die eine Erfahrung, ich schaue von außen auf meine Lebenswelt. Ich nehme etwas Abstand. Ich schaue von außen und kann mein Leben anders überschauen oder sortieren. Das hat ihm gut getan. Deshalb immer wieder mal der Ritt vor die Stadt raus oder der Gang vor die Stadt raus. Dann entdeckt er bei diesen Gängen da eben das verlassene Klösterchen mit einer Krypta, die ganz dunkel ist, so ein unterirdischer Raum unter der Kirche mit einem schmalen Fenster, mit uralten Bögen und Pfeilern. Ein ganz kleiner, dunkler Raum, in den wenig Licht eindringt, und da fühlt er sich magisch angezogen. Ich erkläre mir das so, dass dieser Raum äußerlich dargestellt hat, was er innerlich gespürt hat. Schatten, Dunkelheit und die Sehnsucht nach Licht. Und da beginnt er ganz persönlich zu beten. Er beginnt seine Sehnsucht in Worte zu fassen. Also da erwacht eine religiöse Sensibilität. Und weil kein Mensch ihm helfen kann, wendet er sich an den Höchsten. Man hat Gott damals als Licht der Welt, als König der Könige dargestellt. Am Dom von Assisi sieht man ihn heute noch, damals in Stein gemeißelt, das Licht der Welt zwischen Mond und Sternen. So die Sonne der Welt zwischen Mond und Sternen thronen. Und er wendet sich an dieses Licht der Welt und sagt, bring Licht in das Dunkel meiner Seele. Du, lichtvoll über allem. Offenbar beginnt er auch in Gottesdiensten wacher hinzuhören. Und er hört dann in einer Lesung, 1 Korinther 13, alles vergeht. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Und er hört das und sagt, wie steht es um meinen Glauben? Habe ich einen Glauben? Und er bittet dann in diesem Gebet der Suche, du lichtvoll über allem, erleuchte das Dunkle in meiner Seele, schenke mir einen Glauben, der weiterführt, der mich aus dieser Sackgasse rausbringt. Schenke mir eine Hoffnung, die durch alles trägt. Und schenke mir eine Liebe, die auf jeden Menschen zugeht. Also er hört Glaube, Hoffnung, Liebe, das ist das Fundament des Lebens. Und er fragt sich, habe ich Glauben? Habe ich Hoffnung? Wie steht es um meine Liebe? Die ist schon sehr inkariert so. Also das sind drei Erfahrungen. Oder zwei Erfahrungen, der Weg vor die Stadt und diese Erfahrungen in der Stille, die ihn zu einem betenden Menschen machen, zu einem Suchenden, der seine Sehnsucht in Worte fasst. Dann trifft er Aussätzige, die man aus der Stadt rausgeschmissen hat und sozial praktisch für tot erklärt. Und er sagt, die Begegnung mit Aussätzigen hat mein Herz geweckt.
Da ist eine Liebe erwacht, die ich noch nie erlebt habe so. Der Aussätzige, der Mensch, der abstoßend ist, ausgesondert, abgeschrieben. Es kam zu einer Begegnung, zu einer Umarmung mit einem Aussätzigen. Und das sagt, da ist mein Herz erwacht. Und er geht immer wieder hin. Und er entdeckt die Kluft zwischen den Etablierten in der Stadt, die es sich gut gehen lassen, und den Menschen draußen. Und dann kommt eine weitere Erfahrung. Er entdeckt in einer Kirchenruine eine Ikone. Und die zeigt Christus nicht herrschend, thronend über allem, sondern gekreuzigt, auferstanden, mit weit offenen Armen, offenen Augen und einem offenen Ohr. Eine Ikone, die Christus menschlich darstellt, am Weg in einer Kirchenruine. Und diese Erfahrungen, die bringen ihn dazu, dass er sagt, ich kann nicht mehr ein Rädchen sein in der Gesellschaft und in der Wirtschaft der Stadt. Ich muss da draußen anknüpfen. Bei den Menschen, die rausgeworfen wurden, die am Rand stehen, bei diesem Christus, der mich in einer Kirchenruine überrascht, durch eine Ikone. Und er steigt aus und lebt vor der Stadt. Baut diese Kirchenruine wieder auf, um diesem Christus von San Damiano, dieser Ikone, diesem armen Christus, wieder ein Dach über den Kopf zu geben. Und bei diesem Leben draußen hört er dann nach 2 Jahren ein Evangelium, das von der Jüngersendung spricht, geht und tragt Frieden in die Häuser und Dörfer und Städte, richtet Gebeugte auf, macht Aussätzige rein, also bringt Ausgesonderte wieder in die Gesellschaft zurück, befreit Menschen aus ihren Zwängen, handelt befreiend, verbindend, Brücken bauend. Und dann erkennt er, das ist der Auftrag. Jesus hat das vor 1200 Jahren seinen Freunden gesagt. Ich lebe in einer Welt, in der es Kriege und Konflikte gibt, Ausgrenzung, Klassen, Spannungen. Der Auftrag bleibt. Wir müssen Frieden schaffen, Brücken bauen, integrieren. Wir müssen das Evangelium im Alltag der Menschen erfahrbar machen. Dann beginnt er das zu leben und bekommt Gefährten. Es schließen sich ihm sehr schnell Gefährten an und dann nach 2-3 Jahren auch Gefährtinnen. Und dann suchen sie einen Weg, eben diesen Auftrag des Evangeliums in der eigenen Zeit zu leben. Und für die Männer, für die Brüder heißt es dann, wir ziehen wie die Jünger Jesu durch die Welt. Und für die Schwestern hieß es, wir orientieren uns am offenen Haus von Martha und Maria in Bethanien. Sind Freundinnen Jesu. Martha ist die Zupackende, wir müssen zupacken, anpacken, wo Menschen bedürftig und in Not sind. Maria hat ein Flair für Beziehung, das Dasein. Man sagt ihm dann das Beschauliche, das Kontemplative oder eben die Gottesfreundschaft, die im Schweigen, in der Zuwendung, in der mystischen Erfahrung steht. Dafür ist Maria-Symbol geworden und Martha ist die Patronin für das Engagement. Man muss Nöte wenden, man muss Menschen in ihren Bedürfnissen begegnen, gut begegnen. Und Clara von Assisi, die wurde dann die Gründerin dieser Bewegung der Schwesterlichen und die hat das in ihrer Lebensform, in ihrer Ordensregel dann auch so festgelegt. Die Schwestern haben diese beiden Dimensionen, diese beiden Aufgaben, die Stille, die Gottesfreundschaft zu pflegen, aber auch die Menschenliebe, das Engagement. Ja, ich habe schon 100 Fragen, aber ich denke, ich möchte gar nicht stören, weil jetzt kommt ja dann irgendwo der Punkt, wo er wieder hätte in den Krieg gehen müssen, oder? Ja, es kommt dann, das heißt, klar, Franziskus beherzigt die Bergpredigt, er beherzigt das Evangelium, die Jüngersendung, die Bergpredigt. Und sein Grundgebet, das er mit seinen Gefährten betet, 7-mal am Tag, ist das Vaterunser. In jeder Situation. Sie haben 7 Zeiten am Tag, egal wo sie sind, da beten sie ein paar Vater unser oder unser Vater, je nach Übersetzung. Und das macht ihnen deutlich, Gott ist der Vater jedes Menschen, dem ich begegne. Wir sind Geschwister.
Und diese Geschwisterlichkeit, die Franziskus mal innerhalb von Italien, dann innerhalb des christlichen Abendlandes, er wandert bis Spanien, bis Frankreich, diese Geschwisterlichkeit, die sie leben, die wird natürlich dann herausgefordert durch den Kreuzzug. Also der Papst verpflichtet alle Christinnen und Christen zu einem neuen Kreuzzug beizutragen. Das ist natürlich konträr. Durch Spenden, durch Gebete gegen die verfluchten Ungläubigen und oder durch das bewaffnete Mittragen des Kreuzzugs. Und das ist konträr, genau wie du sagst. Das ist gegen die Bergpredigt, das ist gegen die ganze Botschaft Jesu. Also ist er ein Revolutionärer gewesen? Er untergräbt diese päpstliche Propaganda und Politik. Er kritisiert das nicht mit Worten, aber er macht das Gegenteil. Er geht zu einer Friedensmission in das Kerngebiet des Kreuzzugs, das war Ägypten. Da hat der Sultan in Kairo residiert. Die Kreuzritter haben es nicht geschafft, Palästina zu erobern. Und dann haben sie gesagt, dann gehen wir nach Ägypten und attackieren den Sultan in seinem eigenen Kernland. Franziskus reist hin und versucht, Brücken zu bauen. Warnt vor heiligem Krieg, vor dem Kampf im Namen Gottes, sagt, es gibt ein Debakel, wenn ihr das tut. Und er bekam recht. Es gab Tausende von Toten, christliche Niederlage. Und weil er im eigenen Lager kein Gehör fand, ist er über die Frontlinie gegangen ins Lager des Sultans und hat da überraschende Erfahrungen mit einer anderen Religion gemacht, die er nicht gekannt hat vorher, von der er nur Schlechtes gehört hat. Und er wurde mit offenem Herzen empfangen, oder? Ja, es ist so, dass Sultan Muhammad al-Kamil, der Oberherrscher des Islams im Orient, des sunnitischen Islams, der hatte in seinem Reich, auch in Kairo selber, eine koptische Bevölkerung, christlich, eine jüdische Gemeinde, die sehr wichtig war. Also die jüdischen Gelehrten, die waren sehr wichtig, auch Ärzte. Es gab selbst jüdische Ärzte, die Leibärzte des Sultans waren. Und er hatte eine schiitische und eine sunnitische Bevölkerung in seinem Großreich. Und er hat gesagt, er hat den Koran ähnlich gelesen wie Hussein Haybat, den du schon mal in der Sendung hattest. Das ist die Sufi-Mystik, die Sufi-Strömung. Die lesen den Koran anders als die Hardliner. Man kann ja auch die Bibel so oder so lesen. Man findet gewalttätige Aussagen da drin. Man findet die Idee des Heiligen Krieges im Alten Testament, im Ersten Testament. Man kann die Bibel so oder so lesen. Das geschieht in jeder Religion. Also es gibt die Gottesfreunde, die echten Gottesfreunde, die lesen eine Heilige Schrift nie gewalttätig. Und es gibt religiöse Fanatiker, die neigen zu Militanz. Der Sultan hatte Sufi-Berater, also dieselbe Strömung, zu der Hussein Haybat heute gehört. Und die Sufis haben verschiedene Suren hochgehalten und auch sehr wach gelesen, die vom Verbindenden sprechen. Es gibt eine Sure, in der es heißt, es ist Gottes, es ist Allahs Idee, dass es verschiedene Glaubensgemeinschaften gibt, damit wir einander anspornen, im eigenen besser zu werden. Also die Verschiedenheit der Religionen kann ein Ansporn sein, durch die Praxis klar zu machen, was in der eigenen Religion steckt. Statt einander zu bekämpfen, kann man einander inspirieren oder auch herausfordern, im eigenen noch besser zu werden. Und das war der Ansatz des Sultans. Und für ihn waren die Kreuzzüge eine Riesenkatastrophe, weil das Miteinander der Religionen in seinem Reich natürlich vergiftet wurde durch eine Aggression von außen. Jetzt kommt Franziskus gewaltlos in sein Lager. Er kommt daher wie ein Sufi-Mystiker, wie ein islamischer Gottesfreund, in einem schlichten Sacktuch, mit leeren Händen, absolut gewaltlos, vertrauensvoll. Und der Sultan sagt sich, das ist ein Gottesfreund, das ist ein Gottesmann der anderen Religion.
Er kannte ja durchaus Gottes Freundschaft auch in der koptischen Kirche, dass das im Christentum möglich ist, das hat er selber in Kairo erlebt. Er hat nicht verstanden, warum kommen jetzt Europäer und bringen Krieg in sein Land im Namen Gottes. Also er erlebt verschiedene Formen des Christseins. Die friedliche im eigenen Reich und die aggressive, die von außen kommt. Und er hat in Franziskus einen möglichen Vermittler gesehen. Er hat vorher im Vorfeld dem christlichen Kreuzritterheer ein Friedensangebot gemacht und erwartete auf eine Antwort. Und jetzt kommt einer daher mit leeren Händen, friedlich, und war ziemlich sicher, hat der Sultan in ihm einen Friedensboten erhofft, der ihm die Nachricht bringt, dass das Friedensangebot angenommen wird. Und Franziskus muss ihm leider das Gegenteil sagen, dass da Kriegshunger und Kampfeslust brodelt im christlichen Lager, aber dass das doch nicht sein kann, weil Gott ja ein Gott der Gemeinschaft ist, ein Verbindender, dass Jesus nicht der Kriegstreiber ist, sondern ein der Rabbi der Gewaltlosigkeit. Zu dieser Zeit, wo er jetzt nach Ägypten gegangen ist, nach Kairo, hat er ja aber eigentlich schon eine große Gemeinde von Menschen, die eigentlich seiner Philosophie mitgelebt haben. Die sind ja nicht alle mitgepilgert, oder? Sondern nur Franz von Assisi ist gegangen und die anderen mussten letztendlich trotz ihres Glaubens in den Krieg, oder? Nein, die sind gut. In jener Zeit ist doch niemand in den Krieg gezogen von seinen Brüdern. In einer späten Phase gelang es dann der römischen Kirche, auch die Franziskaner zu Kreuzzugspredigern zu drängen oder zur Kreuzzugspredigt zu motivieren. Aber das ist dann eine Generation später. Also auch diese Bewegung wird vereinnahmt von einer machtbewussten Kirche. Zu Franziskus Zeit nicht. Das heißt, es gab damals etwa 5000 Brüder, die sich ihm angeschlossen hatten in ganz Europa. Und seit zwei Jahre bevor er selber nach Ägypten reiste, hat er eine Expedition nach Syrien geschickt. Und da haben sich Brüder bereits inkulturiert, haben Arabisch gelernt, haben versucht, Brücken zu bauen. Und die haben ihn auch begleitet in Ägypten. Also es gibt schon eine franziskanische Präsenz da. Und die haben schon Friedensarbeit geleistet. Interessant ist, dass dann die Nachfolger des Sultans, dieses Sultans, die Franziskaner geduldet haben im Heiligen Land, auch in Syrien, in Kleinasien, Türkei. Die haben die Franziskaner an den heiligen Orten der Christenheit geduldet, weil sie so friedliebend waren, weil sie Brückenbauer waren. Und die Franziskaner sind seit 700 Jahren ununterbrochen, auch in Israel, in Nazareth, in Bethlehem, in Jerusalem, als einzige lateinische Christen immer geduldet, weil sie so friedliebend und friedensfördernd waren, integrierend, brückenbauend. Schön. Was hat denn jetzt den Franz von Assisi letztendlich so berühmt gemacht? Oder ich glaube, irgendwann wurde noch heilig gesprochen. Das eine ist natürlich, er hat eine Bewegung ausgelöst, die bald einmal Tausende von Brüdern umfasste und ziemlich bald dann auch Hunderte von Frauengemeinschaften. Das ist natürlich ein Ordensgründer. Wenn man so etwas auslöst, ein Ordensgründer, dann wird man berühmt. Das passiert auch im Kleinen. Also Frère Roger hat Dessé gegründet und der ist weltbekannt heute als Gründer einer ökumenischen Gemeinschaft, die sehr, sehr gut wirkt. Also der Gemeinschaftsgründer, Ordensgründer, die werden natürlich durch die Bewegung, die sie ausgelöst haben, in die Welt getragen und bekannt gemacht. Dann hat Franz, war auch ein mystischer Dichter. Er hat unter anderem den Sonnengesang gedichtet, das ist ein Schöpfungslied, das nicht nur die Menschheit als eine Familie sieht, sondern die ganze Schöpfung. Alle Lebewesen sind miteinander verwandt. Sie werden von derselben Mutter Erde getragen. Sie atmen dieselbe Luft. Sie teilen denselben Lebensraum.
Das hat Franz in ein wunderschönes Lied gefasst, das Weltliteratur geworden ist. Es wird heute weltweit gesungen, getanzt, inszeniert. Es hat Eingang gefunden in grandiose Kunstwerke, in ganze Gärten, in musikalische Werke. Also Franz wird auch als Dichter weltberühmt. Er ist der erste italienische Dichter. Also der in Italienisch dichtet, nicht in Latein. Dann, eigentlich erst spät hat man ihn als ein Prophet der Religionen kennengelernt, als einer, der die Religionen verbindet. Und das hängt mit dieser Ägyptenmission zusammen. 1986 hat Papst Johannes Paul II. Im Kalten Krieg, weil er selber als Osteuropäer und polnischer Bischof natürlich die ganze den Rüstungsirrsinn zwischen NATO und Warschauer Pakt und auch die Militanz einer russischen Machtpolitik, die wir heute leider wieder erleben, also Putin knüpft an diesen Großmachtträumen des 19. und 20. Jahrhunderts. Er hat das alles erlebt und hat gesagt, die Religionen müssen Gegensteuer geben, gegen dieses militärische Rüsten, gegen dieses gegen diese Politik der gegenseitigen nuklearen Abschreckung. Und er hat zu einem Friedensgebet geladen, 16 Kirchen und 16 Religionen. Und er hat gesagt, wo machen wir das? Rom geht nicht. Rom ist nicht die Stadt, die die Kirchen und Religionen verbindet. Jerusalem auch nicht. Ist eher ein Konfliktherd. Mekka geht auch nicht. Der Ganges geht auch nicht. Vielleicht ein UNO-Sitz würde gehen. New York oder Genf. Jetzt sag nur, Sie haben es in Assisi gemacht. Und er sagt, er kommt auf Assisi, weil er sagt, in Assisi, Franz von Assisi, der ermutigt uns zum Brückenbau. Ja. Der hat das vor 800 Jahren zusammen mit Sultan Al-Kamil, die haben eine wunderbare Brücke gebaut und die ist so prophetisch, da können wir anknüpfen. Und daraus ist ein Friedensgebet geworden, eben mit 16 Kirchen und 16 Religionen unter freiem Himmel. Und jede Religion hat mit ihren Zeichen, mit ihren Symbolen für den Weltfrieden gebetet. Und das wurde ein so kraftvolles Zeichen, dass es in den folgenden Jahren jährlich wieder ein Friedensgebet gab. Dann allerdings an verschiedensten Orten der Erde. Es haben dann unterschiedliche da eingeladen und gesagt, wir müssen Zeichen des Friedens setzen. Jedes Jahr gab es ein neues Gebet, das hat dann weniger Aufsehen erregt, weil da die prominentesten Vertreter der Religionen nicht mehr dabei waren. Dann kam der 11. September, Terrorakt in New York. Die amerikanische Politik, der amerikanische Präsident ruft zum Heiligen Krieg gegen die islamistischen Fundamentalisten, sowohl im Nahen Osten wie in Afghanistan. Und er tut es im Namen Gottes. Also ich bin erschrocken, als ich diese Rede von George W. Bush hörte. Wir sind von Gott gesandt, der Welt den Frieden zu bringen mit Waffengewalt. Ja. Also wirklich im Namen Gottes. Um Menschenleben zu retten. Genau. Das ist die Ideologie des Heiligen Krieges. Dieselbe Ideologie, die in den Kreuzzügen herrschte und die im militanten, bewaffneten Dschihad, sind dieselben Mechanismen, dieselben Begründungen. Dann hat Papst Johannes Paul II. Schon altersschwach, krank und so, hat gesagt, wir müssen unbedingt wieder auf höchster Ebene zu einem Friedensgebet zusammenkommen und das fand in Assisi statt mit 300 Delegationen. Und die haben eine Charta verabschiedet, die 10 Gebote des Friedens. Und das haben alle Religionen unterschrieben, auch alle Vertreterinnen der islamischen Strömungen. Alle haben das unterschrieben. Und dieses erste Gebot für den Frieden heißt, es gibt keine Gewalt im Namen Gottes. Echte Religion lässt sich nicht mit Gewalt, mit Terror und Krieg verbinden. Geht nicht. Bravo. Und dann folgen 9 weitere
Gebote, unter anderem auch, wir lernen gemeinsam aus den Fehlern der Vergangenheit. Wir lernen aus der Tragik heiliger Kriege. Mhm. Es gibt keine heiligen Kriege. Wir müssen aus diesen Verirrungen lernen und sie nicht wiederholen. Das war 2002. Dann kam ein Terrorsommer über Europa. 2011 hat Papst Benedikt zu einem Friedensgebet geladen nach Assisi, 25 Jahre nach dem großen allerersten. Und er hat ein wunderbares Motto gewählt, nämlich: Wir sind Pilgernde zu Wahrheit und Frieden. Jede echte Religion und jeder echt religiöse Mensch ist ein Pilgernder, eine Pilgernde. Niemand besitzt die Wahrheit und niemand besitzt den Frieden. Wir alle suchen tiefere Wahrheit, wir alle suchen einen umfassenderen Frieden. Und er sagt, jede Religion kennt ihren Weg, ihre Wege, aber keine ist am Ziel. Wir alle sind noch auf dem Weg. Und weil wir das sind, können wir voneinander lernen. Mir kam die Vision von Jesaja, vom Prophet Micha, in den Sinn. Gott lädt alle Völker zu einem großen Fest. Sie kommen auf verschiedenen Wegen an denselben Ort und sie erkennen unterwegs, dass sie gemeinsam auf dasselbe Ziel zugehen. Und sie schmieden Schwerter zu Pflugscharen. Also diese uralte Friedensvision der biblischen Propheten, die sah ich da wieder. Wir haben dieselbe Erde anvertraut, wir streben alle nach derselben Wahrheit, wir suchen alle den gemeinsamen Frieden der Menschheit aufzubauen, eine gerechtere, eine friedlichere Welt. Wir haben dieselbe Sendung und wir können voneinander lernen. Und dann sagte er, ich verspreche Ihnen, allen Vertreterinnen und Vertretern der Religionen, ich werde mein Möglichstes tun, dass auch meine Kirche, die katholische, eine Pilgerin zu Wahrheit und Frieden bleibt und dass wir voneinander lernen. Wow. Das war absolut stark. Und dann, 5 Jahre später, ein Terrorsommer in Europa. In Frankreich wurde ein über 80-jähriger Priester am Altar enthauptet von Islamisten, haben ihm den Kopf abgeschnitten. Es gab da Nizza und München. Mhm. Es gab Attentate, es gab Amokfahrten mit Sattelschleppern, es gab Amokschützen, Brüssel, Belgien und so, Paris. Nach diesem Terrorsommer gab es ein viertes großes Friedensgebet in Assisi und da hat Papst Franziskus teilgenommen. Und der macht nochmal einen großen Schritt. Nämlich bisher waren die Päpste Gastgeber dieser Gebete. Also der weiße Mann in der Mitte hat begrüßt, hat geleitet so. 2016 ist Franziskus dabei und er meldet sich am letztmöglichen Tag an zum Friedensgebet. Und bewirkt dadurch, dass er nicht der Gastgeber ist, sondern Teilnehmer. Und er sagt, meine Kirche ist eine Kirche unter anderen. Meine Religion ist eine Religion unter anderen. Wir sind alle Geschwister. Und es gibt keinen Vorsitz in der Geschwisterlichkeit. Er hat die Basis, eine Basisgruppe und die franziskanische Bewegung mit der Vorbereitung belassen und hat sich nicht als Leader inszeniert, der diese Friedensgebete sozusagen gestaltet. Beeindruckend. Also sehr, sehr eindrücklich, ja. Es sind viele gute Dinge eigentlich schon bewegt worden, wo ich gar nicht wusste. Und da sieht man jetzt eben, Franziskus wird unterdessen von anderen Religionen als ein Mensch entdeckt, der das vor 800 Jahren schon erkannt hat. Mhm. Wir haben denselben Gott, wir haben dasselbe Ziel, wir leben auf derselben Erde, wir sind eine Menschheitsfamilie. Der jetzige Papst hat dann 2 Enzykliken geschrieben, die sich ausdrücklich auf Franziskus berufen, Franz von Assisi. Die eine, Laudato Si, handelt von der Sorge zum gemeinsamen Haus, also die Lebenswelt.
Und er sagt, es ist ein sehr konkretes Schreiben, das auch die Problematik, die sozialen und die ökologischen Herausforderungen beim Namen nennt. Klimakrise ist nur eine von vielen ökologischen Herausforderungen. Mikroplastik überall ist eine ganz andere. Wassermangel sind andere Phänomene, Artensterben. Also die ökologischen Herausforderungen, die werden da sehr umfassend und sehr gut informiert aufgeführt, und er formuliert dann mögliche Antworten darauf. Also technologischer Art, aber auch Bildung, dann die Ökopolitik, die Sozialpolitik, die gefragt ist, und eben auch Spiritualität. Er sagt, wir kommen nicht aus der sozialen und ökologischen Krise heraus, wenn wir nicht ganz tief ansetzen bei der Spiritualität. Und das zweite Rundschreiben, Fratelli Tutti, von der Geschwisterlichkeit aller Menschen. Das buchstabiert eigentlich ein Programm durch, wie kommen wir aus einem übertriebenen Ich, also aus einem Individualismus und aus einer Egozentrik, aus einer hedonistischen Kultur, wo eigentlich das, was mir Spaß macht, das höchste Gebot ist. Wie kommen wir aus dieser Ich-Kultur zu einem neuen Wir? Und zwar ein Wir, das alle Grenzen überwindet. Er schreibt dieses zweite Rundschreiben im Kontext der Corona-Krise, und er sagt, das Virus, das sich weltweit verbreitet, über alle Grenzen, das macht uns deutlich, dass es auch eine Solidarität braucht, die sich über alle Grenzen ausbreitet. Ja, es hört sich alles gut an. Auf der anderen Seite hat man sich früher die katholische Kirche Aussätzige auch aufgenommen, Leprakranke aufgenommen, und bei Corona hat sie sich völlig distanziert und die Türen geschlossen. Also das war schon, da hat man schon gesehen, dass die Politik eingegriffen hat in die Kirche. Ja. Und sie eigentlich das, was sie eigentlich machen sollte, nicht mehr leben konnte. Ja, das ist, Freikirchen sagen natürlich auch mit einer gewissen Berechtigung, dass die Landeskirchen ja Staatskirchen geworden sind. Der Staat zieht die Kirchensteuer ein, dafür muss die Kirche auch kooperativ sein, natürlich. Mhm. Und wenn dann der Staat etwas verordnet, ist es schwierig für Landeskirchen dann da quer zu stehen, weil es gibt so diese Allianz oder Staat und Kirche. Ja. Aber ist alles konträr zu diesem Schreiben, die jetzt du gerade zitiert hast, wo da eigentlich etwas anderes geschrieben wird, ja, gesagt wird, versucht gelebt zu werden? Es gibt zum Glück gibt's natürlich dann, also eben Franziskus hat auch in seinem eigenen Verhalten in der Corona-Zeit hat er deutlich gemacht, wir müssen beherzt handeln. Nicht ängstlich, sondern beherzt. Und ich sage mal, es gibt so das persönliche Vorbild. Also wenn ich jetzt an meine Gemeinschaften denke, an die Kapuziner, an Franziskaner in der Schweiz, viele dieser Orte sind zugänglich geblieben. Also wir haben die Tür nicht zugemacht. Mit sehr vielen kreativen Lösungen. Wir haben zum Beispiel, als es nicht erlaubt war, Ungeimpfte in Gottesdienste, also man durfte nur mit Zertifikat in Gottesdienste kommen. Da haben wir in meinem Kloster in Rapperswil, haben wir das im Kirchenraum so gehalten, weil wirklich die Kirche war voll. Ist immer noch, also an Sonntagen, die Kirche ist voll, dicht gedrängt. Kann man keine Abstände einhalten und nichts. Das war schon durchaus verständlich. Es gibt auch vulnerable Menschen, die sind froh, wenn sie geschützt werden und geschützt sind. Das haben wir respektiert. Also in den Kirchenraum kann man nur mit Zertifikat. Aber wir haben hinter dem Kirchenraum, hinter dem öffentlichen Kirchenraum, ist unser eigener Gebetsraum. Und der ist... Da gibt es Türen und Fenster, und es gibt die Lautsprecher, die übertragen den Gottesdienst ebenso in unseren eigenen Gebetsraum wie in die Kirche. Und es ist nur ein Holz, sind zwei Holztüren dazwischen und zwei Fenster und die Mauer. Und eben das jeden Sonntag haben wir Menschen ohne Zertifikat eingeladen, in unseren Gebetsraum zu kommen.
Und immer jemand von uns hat mit ihnen mitgefeiert. Mhm. Also wir haben denselben Gottesdienst mitgefeiert, im selben Gebäude. Klar war eine Wand dazwischen, weil wenn wir beten, beten wir nicht öffentlich, wir beten in einem intimeren Raum. Wir haben das ist eine der pragmatischen Lösungen. Aber sagen, war schön, gut zu hören. Wir schließen niemanden aus und wir sind solidarisch dabei. Und da waren halt die Ungeimpften oder die Ungeimpften, die Menschen ohne Zertifikat, die waren in diesem Raum mit Maske und Brüder dabei. Und die anderen mit Zertifikat waren ohne Maske im Kirchenraum. Dann gibt es durchaus schon auch Initiativen, ich weiß zum Beispiel von Rapperswil-Jona, sie haben eine intensive Telefonseelsorge aufgebaut. Und das nicht nur von den Amtsträgern her, von den kirchlich Bediensteten, sondern es gab dann auch, ich habe das miterlebt, so in meinem Umfeld, dass Leute gesagt haben, also als der Bewegungsraum eingeschränkt wurde, also man durfte dann auch nicht mehr, also so ein Homeoffice und es wurde für Menschen eingekauft, die jetzt vulnerabel sind und sich nicht mehr in ein Lebensmittelgeschäft wagen. Da gab es viele Initiativen, dass Leute gesagt haben, ich habe die Frau XY schon länger nicht mehr gesehen. Ich telefoniere mal, also Nachbarin, so im nächsten Haus. Ich telefoniere mal, um zu schauen, wie es ihr geht. Oder dann diese Aktionen mit den Balkonen. Oder ich war noch in Olten in dieser Phase, im Kloster Olten. Da durfte ja das Stadtorchester durfte keine Konzerte mehr aufführen, also kulturelle Betriebe lahmgelegt. Dann haben die an verschiedenen Orten in der Stadt haben die so kleine, Serata, una Serata, so eine musikalische Serata angeboten, bei uns im Klostergarten. Und das war an der frischen Luft, oder? Wir haben den Klostergarten eingerichtet und Menschen sind zu uns in den Garten gekommen und haben ein Konzert genossen. Mhm. Und die Musikerinnen und Musiker, die blieben in Übung, die haben weiter geübt und hatten weiter Auftritte. Mhm. Insofern gab es da sehr viel Kreativität. Also es gibt so die offizielle Reaktion, natürlich die offiziellen Empfehlungen der Kirchen, was man jetzt machen soll oder darf oder nicht darf. Und es gibt die Pragmatik an der Basis. Danke. Jetzt gehen wir aber nochmals zurück zum Franz von Assisi. Wie lange lebte er dann mit einem Sultan in Kairo? Also wir wissen eigentlich, wir haben leider keine genaueren Angaben, was ist da wirklich geschehen, wie lange war er im Lager. Wir können einfach nur feststellen, die Begegnungen, die Erfahrungen, die er da macht, vielleicht waren es Tage, vielleicht waren es Wochen, die Erfahrungen, die er da macht, die führen zu einer ganz neuen Offenheit. Und er bleibt dann im Orient, er wandert zurück nach Syrien, bleibt Monate im Orient, war vielleicht auch im Heiligen Land, das können wir heute, wird diskutiert in der Forschung, ob er die Lebensorte Jesu besucht hat oder nicht. Aber er bleibt im Orient, er nimmt den Islam völlig anders wahr, er kehrt zurück nach Europa, nach einem guten Jahr insgesamt. Und er lernt aus dieser Erfahrung. Er greift verschiedene Initiativen, die zeigen, dass er vom Islam ermutigt, inspiriert, auch das Abendland, die eigene Religion, auf neue Ideen bringt. Mhm. Das eine ist das alltägliche Gebet, das man mit Gebetszeichen, wie die Muslime, auch andere Religionen, auch die Christenheit zum Gebet aufruft mitten im Alltag und das wurde mit den Gebetsläuten dann umgesetzt, dass mehrmals am Tag Kirchenglocken läuten und zum Gebet einladen. Also man sieht, Franz war tief beeindruckt von der spirituellen Erfahrung, vom Reichtum einer anderen Religion. Klar gibt es da auch Fanatismus, es gibt auch da Hardliner, die natürlich darauf aus waren, Christen umzubringen, wie wir es heute mit Hamas und ultraorthodoxen Juden erleben. Es gibt immer auch die Hardliner, auch das hat er gesehen. Aber er hat entdeckt, in jeder Religion steckt ein Potenzial
für eine friedlichere, gerechtere und menschlichere Welt. Und daran knüpft er an. Er schreibt Rundbriefe an die Menschheit in seinen letzten Jahren. In einem Zitat von dir habe ich irgendwo noch gelesen, Hauptstadt der Weltreligionen ist eigentlich jetzt ist Assisi. Ja. Aufgrund dieser Vereinigung, dass man ja immer wieder zusammengekommen ist. Aber eigentlich ist es auch nicht nur eine Vereinigung, sondern es ist ja eigentlich auch eine Weltreligion an und für sich selbst. Wenn man denkt, wenn man das, was Franz von Assisi gelernt hat und versucht hat auszudrucken, dann brauchen wir eigentlich gar keine Religion mehr, sondern es ist eigentlich eine Vereinigung von Menschlichkeit. Eine Menschlichkeit, ja, die gelebt wird. Ja, ich sehe es ein Stück weit so, dass es gibt einen verbindenden Kern, der die Religionen verbindet. Mhm. Und es gibt in jeder Religion natürlich den eigenen Erfahrungsschatz. Jede Religion hat auch ihre Erfahrung, jahrhundertelange Erfahrung, zum Teil einen Erfahrungsschatz. Und ich würde diese Verschiedenheit würde ich nicht auflösen. Also ich fände es jetzt einen Verlust, wenn man sagen würde, wir versuchen den verbindenden Kern hochzuhalten und streichen alles weg, was verschieden ist. Ich glaube, das würde zu viel Wertvolles auch ausblenden. Ich habe mich schon mehrmals engagiert in den Wochen der Religionen in Zürich. Und da haben mehrere Religionen miteinander gemeinsame Gebete gestaltet, gemeinsame Feiern, auch Podiumsgespräche, gemeinsames Essen. Und da war die Erfahrung war tatsächlich die, wir bereichern einander, wenn wir das eigene einbringen. Also nicht einfach nur den gemeinsamen Nenner suchen, sondern auch die Unterschiedlichkeit, das kann bereichern. Ich erinnere mich an eine wunderbare Feier in der Woche der Religionen in Zürich-Widikon. Da war ein Gottesdienst. Im ersten Teil haben wir gesagt, wir sind Geschwister, ob wir wollen oder nicht. Es waren jüdisch, christlich, islamisch, hinduistische, die Religion war vertreten, diese vier. Und die haben gesagt, wir sind Geschwister. Geschwister suchen sich nicht aus, die werden einander gegeben. Also ich habe vier jüngere Geschwister, ich habe die nicht ausgesucht, die sind mir gegeben worden. Ich bin ganz glücklich. Aber ich wollte immer eigentlich ein Schwesterchen und es kam jedes Mal ein Bruder. Bis zur fünften. Die fünfte ist dann eine Schwester, also ist eine Tochter. Aber ich habe da schon gelernt, als kleiner Knopf, Geschwister wählen sich nicht aus, die werden einander gegeben. Und wir haben aus den Heiligen Schriften all dieser vier Religionen gelesen. Und alle vier Religionen sagen, Gott ist der Schöpfer der Welt. Gott ist die eine Lebensquelle. Wir sind alle verwandt. Christlich, jüdisch-christlich gesehen, wir sind Geschwister. Mhm. Der Islam sagt es nicht ganz so explizit, aber Hüseyin Haybat war dabei in dieser Feier. Der hat das natürlich auch im Koran gefunden. Ja. Hat es auch aus Suren heraus, auch wenn es nicht ganz wörtlich so steht, aber das Bekenntnis zum einen Gott, der alles Leben geschaffen hat, der alles verbindet, das ist auch islamisch. Mhm. Es ist jüdisch, es ist christlich und es ist hinduistisch. Krishna Premarupadas hat das aus den Heiligen Schriften des Hinduismus gelesen. Und wir haben dazu Lieder gesungen, Lieder gehört. Im zweiten Teil der Feier war dann das Motto, wir können Freundinnen und Freunde werden. Freundschaft ist keine Naturgegebenheit. Freundschaft ist ein Geschenk. Das können Menschen schaffen, pflegen. Sie können das entwickeln, Freundschaft. Aber es braucht Engagement. Es ist nicht einfach gegeben. Dass wir Geschwister sind, das ist eine Gegebenheit weltweit. Ja. Dass Freundschaft entsteht zwischen Religionen, zwischen Menschen verschiedener Religionen, das braucht das Interesse aneinander. Und das Du muss nicht gleich sein wie ich. Das darf verschieden sein. Freundschaft wird sogar belebt durch die Verschiedenheit. Und dann haben wir heilige Texte gehört aus allen vier Religionen, die von Freundschaft sprechen. Und dann kam der dritte Teil, wieder mit Musik aus verschiedenen Religionen, und dann der dritte Teil,
Wir sind Gefährtinnen und Gefährten. Wenn wir für eine gerechtere, friedlichere, ökologisch nachhaltigere Welt einstehen. Freundschaft kann man auch auf Distanz leben. Ich habe Freunde, die sehe ich einmal im Jahr. Gefährtenschaft ist eine Frage des Alltags. Mhm. Wir gestalten Alltag, wir gestalten Welt miteinander, wir gestalten Leben miteinander. Und das war dann die höchste Stufe. Also wir sind Geschwister, gegeben, wir können Freundinnen, Freunde werden, wenn wir uns füreinander interessieren, wenn wir miteinander in dieselbe Richtung schauen. Mhm. Wir können Gefährtinnen, Gefährten sein, wenn wir gemeinsam für eine gerechtere Welt, eine friedlichere Welt einstehen. Ganz da haben wir wieder heilige Texte gehört aus allen vier Religionen. Und das finde ich das Spannende, auch wenn ein heiliger Text aus dem Hinduismus für mich fremd ist, er macht mich hellhörig und er lässt mich die eigenen heiligen Schriften sehr viel wacher lesen. Da kann man sich wirklich gegenseitig herausfordern und auch anspornen. Und gegenseitig lernen. Und deshalb bin ich eigentlich nicht unbedingt dafür, dass wir eine Weltreligion schaffen, sondern dass wir den Kern der Religionen gemeinsam entdecken und uns durch die Verschiedenheiten herausfordern, anspornen. Können wir noch die letzten 5 Minuten noch kurz eingehen? Wie ging es weiter mit Franz von Assisi? Jetzt war er in Syrien, vielleicht ein Jahr, vielleicht länger. Ja. Kam er irgendwann wieder zurück nach Italien? Oder? Er kam 2020 zurück. 1220. Ja, da. Wir feiern laufend 800 Jahre Jubiläum, deshalb kommen die 2000er Zahlen automatisch. Er kam zurück, allerdings mit einem unschönen Mitbringsel, er hatte Malaria, hat das aus Ägypten mitgebracht, eine Augenkrankheit, eine Milzkrankheit. Also er hat Krankheiten aus einem anderen Kulturraum aufgelesen, mitgeschleppt und er hat dann ein paar Jahre verbracht, in denen er zunehmend krank war, zunehmend zurückgezogen und da sind auch seine schönsten mystischen Texte entstanden. Also das, was wir von ihm haben, Briefe, Lieder, auch die Regeltext, also die Lebensform, die sind alle in diesen Jahren dann ins Wort gekommen. Mhm. Er hat dann versucht, eben mit Liedern zu wirken, hat seinen Brüdern Lieder beigebracht, den Sonnengesang als Schöpfungslied, gesagt, trag das durch die Welt, hat Rundbriefe an die Menschheit geschrieben. Und er ist als Gottesfreund 1226 in Assisi gestorben. Und hat er nochmal etwas ganz Neues in die Kulturgeschichte eingebracht, in die Religionsgeschichte, indem er nämlich den Tod als Schwester begrüßt hat. Also hat gesagt, auch der Tod ist ein Geschöpf Gottes. Gott hat die Welt vergänglich geschaffen. Es gibt eine ewige Welt, eine neue Schöpfung. Und der Tod ist kein Schicksal und auch kein Scheusal, kein Gerippe mit einer Sense, das den Menschen irgendwann überfällt, sondern der Tod ist eine Schwester, die uns an der Hand nimmt und uns von der vergänglichen Welt in die ewige Welt begleitet. Mhm. Und das hat er in den Sonnengesang integriert und das hat Geschichte geschrieben. Mhm. Von 1220 bis 1226 bis jetzt, also der Name ging in dieser Phase nie vergessen, sondern wurde durch seine Briefe, seinen Gesang und seine gelebte Spiritualität erhalten bis zum heutigen Tag. Und ich glaube, er wird auch verehrt als ein Heiliger. Hat natürlich eine Bewegung ausgelöst von Tausenden von Brüdern, von Schwestern, auch von engagierten Familienleuten. Und diese Bewegung hat ihn natürlich auch durch die Zeit getragen. Das heißt, dieses Charisma ist in jedem Jahrhundert neu interpretiert worden, neu gelebt. Und insofern ist er natürlich eben auch als Ordensgründer von einer breiten franziskanischen Bewegung weltweit verbreitet und bekannt gemacht worden. Wow, danke vielmals. Weißt du, den Namen kenne ich ja sicherlich schon 20, 30 Jahre, aber keine Ahnung gehabt eigentlich, was da wirklich war. Mhm. Und ich bin mir überzeugt davon, dass viele Zuschauer es genau gleich ging wie mir. Der Name ist bekannt, aber nicht warum und wieso. Und diese Lücke hast du mir geschlossen. Ich danke dir ganz herzlich. Und du hast ja dazu auch ein Buch geschrieben,
ein Buch über zum Franz von Assisi und seiner Clara oder der Clara. Und in diesem Buch wird es wahrscheinlich viel, viel tiefer gehen als jetzt in dieser Sendung, oder? Also du würdest das schon sehr empfehlen, einfach das auch mal zu lesen. Ja, ich werde, wenn ich Gruppen nach Assisi begleite, werde ich von wildfremden Menschen angesprochen auf das neueste Buch Bruder Sonne, Bruder Feuer und Schwester Licht. Ist eine Doppelbiografie. Aha. Aber ein kleines Bändchen, Franz von Assisi, Spiegel des Lichts, das ist ein Bändchen über seine Rolle als Brückenbauer unter den Religionen. Ja, ich sehe da ganz viel, genau. Unser Vater, alle beten wie Franz von Assisi, Spiegel des Lichts, Freiheit und Geschwisterlichkeit in der Kirche. Also du hast dich da, ich weiß nicht, wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Ja, wenn man die Übersetzungen zählt in andere, in Weltsprachen, dann sind es etwas über 50. So. Also ich danke dir ganz herzlich, dass du diese Schätze uns auch übergibst. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie das Thema über Franz von Assisi noch mehr packt und wir natürlich noch viele, viele Lücken in dieser Sendung offen gehalten haben, dann besorgen Sie sich bitte so ein wertvolles Buch als Schatz und beschäftigen Sie sich damit. Und ich denke, das ist der richtige Ansatz. Von dem, was wir heute gehört haben, ist das wirklich ein wahrer, großartiger Prophet gewesen, der sehr vieles Gutes in die Welt hinausgetragen hat. Und was wir auch immer wieder versuchen, Brücken zu bauen. Mhm. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir alle miteinander noch viel mehr Brücken bauen dürfen, insbesondere unter den Religionen, dass es keine Feindschaften gibt, sondern eine Brüderlichkeit, eine Vereinigung untereinander. Das würde ich mir viel, viel mehr wünschen. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank. Bruder Nikolaus Kuster war das für Sie. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.